Hallöchen, Puppöchen! Es ist wieder World of Tanks Zeit. Und zwar jetzt mit etwas Besonderem. Und zwar der Maki 2112 aus meinem Clan, seines Zeichens Vize, hat mir eine Replay gesendet von einem Bollwerksgefecht. Und zwar ist da eben Aikba, also mein Clan, gegen Leo FL gefahren. Und das, da bin ich sehr gespannt, beziehungsweise das Ergebnis, das Endergebnis weiß ich, aber ich habe die Runde selber noch nicht gesehen. Und ja, man sieht natürlich an den Wertungen, dass Leo wirklich ein sehr, sehr guter und auch deutschsprachiger Clan ist. Also die Jungs wissen schon, was sie machen. Und ja klar, grundsätzlich kann man auch schon sagen, haben wir auch ganz, ganz gute Leute in unseren Reihen, aber von den WN-Wertungen sind die anderen da noch etwas besser aufgestellt. Als Karte die klassische Siegfried-Linie im Scharmützel. Und da bin ich jetzt wie gesagt sehr gespannt. Also der Maki fährt jetzt scheinbar erstmal hier in die Mitte und guckt, ob er da was aufmachen kann. Der Gegner hat auch zwei AMX 1390, fahren mit einem Scout hier in dem Fall weniger. Dafür auch ein TD und ansonsten sehr, sehr heavy-lastig. Jetzt hat er nachgeladen. Kann aber noch keinen Schuss ansetzen, deswegen fahrt er hier ein bisschen zickzack. Dass er hier wieder wegkommt. Die Sicht in der Form mindestens mal hilfreich, dass man weiß, okay, der erste AMX ist hier. Da drüben ist schon der erste 110er. Oh, da sind zwei, drei Gegner. Das heißt, sie werden hier auf jeden Fall verstärkt. Oh, schon. Oh, da sind sie alle. Da sind fünf Heavys schon gespottet. Feuererlaubnis erteilt. Die haben sie nicht mal angekratzt. Da. Er kriegt leider, er fährt hier natürlich. Ist auch gut, dass er nicht stehen bleibt. Er hat hier die ersten Schüsse schon auf sich gezogen. Ist jetzt leider im Reload. Aber Leo hat schon den ersten 4000 einbüßen müssen. Ist natürlich für Leo sehr, sehr unangenehm, gleich einen Autoloader rausgeschossen zu bekommen. Autoloader, solange sie ein Magazin haben, sind sie stark, aber danach sind sie sehr anfällig. Man sieht es jetzt eben gerade hier, Maki muss jetzt gerade abdrehen, kann jetzt nicht ins Geschehen rein, was er natürlich bestimmt sehr gerne würde. Jetzt ist der zweite bei uns gefallen. Ich sage jetzt mal bewusst uns. Und zwar Honeylax. Jetzt steht es 2-2. Der Jagdpanther konnte wiederum den T32 wegnehmen. Und auf dem Feld ist noch ein AMX 1390. Jetzt steht es 3-2. Die S3 konnte den 110er wegnehmen. Jetzt muss aber sich Maki auf den 1390 konzentrieren, weil sonst schießt er die ganze Zeit in den Rücken, was nicht wirklich förderlich wäre. Deswegen geht er jetzt auf den. Man sieht unten auf der Minimap noch, wie sie praktisch... Oh, der Rheinmetall nimmt jetzt noch einen IS-3 raus. Jetzt fahren sie hier zu 2, zu dritt. Der WZ und der Ruhe fahren alle auf den. Also sind sie jetzt in der Stadt wirklich da in der Unterzahl. Aber man sieht hier drüben, da kommt jetzt auch noch ein 1390 nach. Auto-Aim daneben leider. Komm schon, macht es, Jungs. Der sitzt. Wir sehen jagen, wir sehen jagen. Jetzt ist er gekettet. Nein, jetzt verschießt er noch. Ah, jetzt konnten sie ihn hier wegrahmen. Oh, leid. Oh, alter Schwede. Jetzt ist der Ruth draufgegangen, weil die Arti, und das ist natürlich auch selten, das sieht man gar nicht so oft, die Arti hat jetzt hier den Ruh und der ist natürlich ärgerlich so voll gewesen, weggeholt. Er ist jetzt auch noch im Reload, aber der Vorteil und das Schöne, sie sind von der NHP gar nicht mehr so stark. Er steht auch nur noch 5-6. Wenn man jetzt praktisch mal Kampfpanzer gegen Kampfpanzer aufwiegelt, ist es ausgeglichen. Er nimmt jetzt hier wirklich den langen Weg. Gerade im Reload braucht er da natürlich ein bisschen Zeit. Der T32 kommt scheinbar jetzt ein bisschen raus und kann da den 110er spotten. Nimmt ihn auch raus. Sehr gut von Frankman an der Stelle. Der 1390 folgt hier noch immer. Wir müssen hier raus. Und jetzt ist er aber auch jetzt ist er nachgeladen oder hat er nachgeladen. So muss man es im richtigen Deutsch formulieren. Jetzt kann er seine Runde beenden und kann eigentlich schon auf den 1390 gehen. Nur diesmal sollte er ein bisschen besser treffen. Viel hat er ja nicht mehr, also von dem her. Pass auf, oh, jetzt ist er offen.
Warum ist er jetzt offen? Von wem ist er offen, ist die Frage. Und wo ist der 1390? Fragen über Fragen. Der T32, ihr seht es, er hat noch 39 KP, also der ist jetzt nicht mehr so im Futter stehend. Jagdpanther und IS-3 leider gerade außerhalb der Drawing Range, also kann man leider nicht sagen, wie gut die Jungs noch unterwegs sind. Auf jeden Fall haben sie jetzt den Rheinmetall aufgemacht. Stehen auch jetzt alle recht gut, so von der Minimap her, also sollten ein bisschen Arti-safe sein, aber auch der IS-3 noch 60 KP und jetzt der Jagdpanther auch nur noch 180, also alle im One-Shot-Bereich für jeden der Gegner. Also das ist eine ganz, ganz enge Geschichte. Oh, sehr gut. 1390 ist weg. Jetzt nur noch die Frage Rheinmetall und IS. Oh, Arti. 7-7. Oh, da ist der Rheinmetall. Erster Hit sitzt. Oh, da ist der IS. Zweiter. Und dritter sitzt. Sehr schön. Oh, jetzt ist die Arti auch noch offen. Arti ist weg. 9-7. Das muss es werden. IS-3 steht mit dem Rücken. Wahrscheinlich, oder? Oder? Ja, achtet nicht auf ihn. Sie haben ihn weggeholt. Sehr schön. 10-7 gewonnen. Das war zwar eine enge Geschichte, aber ich würde sagen, gut gespielt. Von dem her, Jungs, habt ihr nice gemacht. Und auch an dieser Stelle nochmal, jeder ist gerne im Clan gesehen mit seinem Main-Account und einer WN von über 1000. Es wird Bollwerk gefahren und sonst wird hier Spaß gehabt. Ja, ich denke, das war eine gute Werbung für meinen Clan und ich bin sehr stolz. Deswegen freut es mich und hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis bald, euer Alcaramba.